So Leute, da sind wir bei meinem neuen Let's Play. Trine, um genau zu sein. Trine 1. Muss man jetzt gerade noch. Ah, mach ich gleich. Ja, Trine 1, wir spielen Trine 1. Grund dahinter ist, ich möchte Trine 2 spielen. Herzspiel habe ich geschenkt bekommen von Dead Zalgin. Der wird es auch Let's Playen, genau wie Sombelchan. Und danach werden wir dann alle drei zusammen Trine 2 Let's Playen. Also, wenn euch hier das gefallen hat, würde ich das andere auch ganz geil sein. Es ist ein sehr geiles Spiel, es macht mir sehr viel Spaß. Trine 1, muss ich ehrlich sagen, ist komplett blind für mich, habe ich nie gespielt. Ich habe nur Trine 2 gespielt. Aber wie das jetzt gleich alles aussieht, sehen wir gleich, wenn ich auf neues Spiel klicke. So. Es war einmal in einem weit entfernten Land ein blühendes Königreich. Aber Friede würde nur so lang währen. Der alte König verstarb, und ohne einen Nachfolger für den Thron verfiel das Königreich ins Chaos. Gierig nach Macht waren Krieger als auch Zauberer. Neue Könige erschienen, um am nächsten Tag wieder zu fallen. Aber der Wahnsinn der Menschen wurde schon bald von einer finsteren Macht überschattet. Die Magie, die einst Leben und Glück brachte, verwandelte sich in etwas Unheilvolles. Einer nach dem anderen, Grab für Grab, begannen die Toten wieder aufzuerstehen und sich von der Energie zu ernähren, die Nacht für Nacht stärker wurde. Angst ging um im Königreich und es war schon bald herrenlos. Allerdings sollte etwas geschehen, was den Lauf der Geschichte ändern sollte. Am Rande des Königreiches, nahe der Astralakademie, führte eine Diebin ihren gerissenen Plan aus. Sie hatte von einem antiken Gegenstand von unglaublichem Wert gehört. Die Astralakademie, ihrem Schicksal überlassen im Angesicht schrecklicher Feinde, hatte niemanden, um den Schatz zu schützen. Die Zeit war gekommen. Und ihr hört schon, das ist eine epische... Alles war perfekt. Sie hatte den Weg zum Schloss geschafft und würde nun bald den Schatz, den sie so sehr begehrte, in den Händen halten. Ja, so, jetzt können wir. Ja, ihr hört, die Synchro ist echt nicht schlecht, also finde ich. Und das Spiel sieht halt auch unglaublich gut aus. Moment. Okay, wie kriege ich den los? Wie kriege ich den los? Ah, okay. Okay. Okay, damit kann ich es also auch. Das ist gut zu wissen. Wow. Okay. Geht das dann nicht stark nach oben oder kann ich dann... Ja. Okay. Dem Ding traue ich nicht. Wow. Entdecken geht nur auf hölzerne Oberfläche, okay. Der sanfte Mond lächelte die Diebin an, als sie auf den Schrein des antiken Schatzes zuging. Ja, ist ein hübscher Schrein. Seltsamerweise erlaubten ihr die beschützenden Zauber des Schreins, unbeschadet einzutreten. Wow. Gold. Wir haben das Spiel durchgespielt. So, Leute, das war's. Spiel ist vorbei. GG. Nein, natürlich nicht. Ich habe ihn. Als die Diebin den Schatz berührt, ergreift sie ein kribbelndes Gefühl. Die Diebin würde bald entdecken, dass das Schicksal sie ergriffen hatte. Unbemerkt von der Diebin wachte ein Zauberer gerade auf. Er hatte einen Blick durch das Fernglas geworfen und die schreckliche Armee des Todes gesehen. Er war versessen darauf, nicht zu sterben. Logisch. Bei meinem Hut, ich muss entkommen! Er hatte die Sterne studiert
und alles getan, um den schweren Feuerballzauber zu erlernen, welchen jeder Zauberer kennen muss. Natürlich war das eine Lüge. Der Zauberer hatte einen gewissen Ruf bei den Frauen. In Wirklichkeit hatte er versucht, einen gefälschten Feuerballtrank herzustellen, der Frauen beeindrucken und seinen Status verbessern sollte. Dies misslang und verursachte einen zweiwöchigen Schlaf. Okay. Also hiermit können wir ganz cool... Kann ich damit jetzt interagieren? Nee, kann ich nicht. Okay, mal gucken. Okay, der wohnt aber ganz gut. Muss ich ja mal sagen. Okay. Cool. Das bringt mir halt genau gar nichts. Außer sie mal in die Truhe. Moment. Da war was. Da ist Zeug. Oh, fuck. Bodensee. Oh, komm schon. Auf den Boden. Auf den. Und runter damit. Was ist das für eine Flasche? Okay, keine Ahnung. Da ist auch eine Flasche. Das ist anstrengend. Gib mich. Okay. Was? Da ist noch mehr Zeug. Okay, umso kleiner die Objekte sind, umso schneller können wir die fliegen lassen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was diese Flaschen geben. Was diese Flaschen sind. Gib mich. 2 von 50, okay. Oh Gott. Okay. Können wir auch auf Dingen stehen und die dann schweben lassen? Nee, geht nicht. Okay, das ist gut zu wissen. Moment, sag ich. Auch noch Zeug. Da ist noch Zeug. Was ist das? Was tut das? Ist hier eine Kiste liegen. Ach, zeichne eine Kiste. Ach, jetzt kommen wir schon dazu. Hoch. Ich kann keine Kiste zeichnen. Ich bin zu schlecht, um Kisten zu zeichnen. Moment. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ich muss doch nur Kisten zeichnen. Warte mal, ich muss das da drücken. Hallo, Kiste. Dam, 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 dam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Oh, okay, ich muss es danach loslassen. Okay. Die Maustaste war das? Die Controller-Taste? Okay, das geht jetzt hoch. Wir könnten jetzt aber auch die Kisten hier nehmen, um... Zeug. Gib mich Zeug. Oh, komm schon. Kostet das jetzt die ganze Zeit Magie? Ist bescheuert. Also im zweiten Teil hat der Magier keinen Mana mehr. Komm. Schon, du doofes Stück.
Dankeschön. Da oben ist noch eine. Oh Gott. Ich hab doch gleich kein Mana mehr. Was passiert denn, wenn ich kein Mana mehr hab? Kann ich ja nichts mehr machen. Ah, okay. Okay. Bleibst du mal stehen? Kann ich denn auch? What? Okay, dann krieg ich direkt wieder so ein bisschen Mana. Immerhin. Ah, komm schon, ist das ätzend. Mag doch nur das Zeug hier haben. Zeug haben. Ah, komm schon. Ah. Der Magier war noch nie wirklich meine Klasse. Aber ich werde ihn im Trine 2 auch spielen. Der Zauberer sah in ein schimmerndes Licht am Schrein. Okay. Niemand war jahrhundertelang in der Lage, dem Schrein aufgrund antiker Magie nahe zu kommen, die den unbekannten Inhalt beschützte. Oh. Mein Liebling, warum so ein leidvoller Blick auf einem so hübschen Gesicht? Was hältst du in den Händen? Wie bist du hergekommen? Der Zauberer berührte die Hand der Diebin und dann den Gegenstand. Seine Hand steckte fest. Was für ein Trick ist das? Ausnahmsweise war der Zauberer mehr an der Magie als an allem anderen interessiert. Er hatte ebenso Angst um sein Leben. Aber jemand war in der Nähe, der eine Herausforderung begrüßte. Am anderen Ende der Astralakademie hatte ein Ritter seine Fähigkeiten trainiert, um die Untoten zu bekämpfen und sich würdig zu erweisen, der Armee des Königs beizutreten. Unter uns, er verstand nicht so richtig, was Untote waren. Aber dies war seine Chance, der mutigste aller Ritter zu sein. Der Ritter spürte seine Aufgabe, die Astralakademie in dieser Zeit der Verzweiflung zu beschützen. Er hielt Ausschau nach allem Ungewöhnlichen. Okay, das ist der coolste Charakter. Gib mich Zeug. Komm ich da nicht wieder hoch? Wie komme ich da oben jetzt dran? Okay, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Komme ich da drauf?